den Typen geschnappt. Tut mir leid. Könnt ihr jetzt nicht sehen, seht ihr wenigstens das Video. Die ersten drei Videos wurden beanstandet. Das habe ich in dem anderen Video schon gesagt. Ich kann auch nicht so viel bringen. Ich bin demnächst drei Wochen weg. Ich werde zwar meinen PC wahrscheinlich mitnehmen. Die ganze Workstation hier, ja. Sehr schwer und vorsichtig behandelt. Werde Videos Mensch, nur qualitätsmäßig. Gut, denn wir suchen Sie. Es heißt, Sie hätten Hirn zwischen den Ohren, Kamerada. Jetzt, wo Sie in der Scheiße stecken, so ganz ohne U-Boot, sollten Sie begriffen haben, dass Sie meine Hilfe brauchen. Ich helfe, wenn Sie mir helfen. Hä? Entschuldigen Sie die Frage, aber was ist das hier für Sie? Spannung? Dramatik? Die Felsen hier gab es schon lange, bevor sie überhaupt aus dem Sack ihres Vaters gespritzt sind. Und sie werden noch da sein, wenn sie bereits zur Taufe gefallen sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als sie. Als ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis sie als menschliches Nadelkissen benutzen? Für ihre Schwänze? Das Problem ist, sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jauer, sagt sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Kaninchen, sie vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, sie belügen sich nur selbst. Reden sich ein, dass sie irgendwas bewirken. Ja, ist wohl alles scheißegal, El Cerebro. El Cerebro? Ich bin nicht Cerebro. El Cerebro ist ihnen entwischt, bevor sie wussten, dass er da ist. Er ist einfach weg, als hätte er nie existiert. Komischer Vogel. Was soll das heißen? Wir haben den Falschen. Die meisten Infos, denen wir gefolgt sind, stammen wohl von El Cerebro. Er hat uns in die Irre geführt, um sich abzusetzen. Mit wem zum Teufel redet Bowman dann? Mit El Cerebros Top-U-Boot-Designer. Also im Prinzip mit dem Opferlamm. Das hört sich wie Superschurken-Mist aus einem Comic an. Egal, die U-Boot-Flotte des Kartells haben wir aus dem Verkehr gezogen. Wird Jahre dauern, das Programm neu aufzulegen. Und El Cerebro? Die Spur ist jetzt kalt. Bowman wird am Ball bleiben, aber für uns geht's erstmal weiter. Viele vielleicht auch schauen, was sie viel reden oder so. Für mich reicht es nicht. Ich mag dann meine eigenen Videos nicht anschauen. Und ich schaue sie mir ab und zu an, um auch zu sehen, wo habe ich noch Fehler gemacht, wo habe ich wieder nicht aufgepasst, wo habe ich wieder zu schnell geschnitten, weil mir irgendwann alles zu viel wurde oder ich müde geworden bin oder wie auch immer, nur um das Video fertig zu kriegen und hochzuladen. Ja. Oh, der Büsche. Freunde, ihr seid auf der falschen Seite. Hier müsst ihr lang. Ja, aber wieso? Da ist noch eine Information zu holen, sehe ich gerade. Die holen wir uns natürlich. Ist das ein Mensch oder nur... Aha. Hi, wie läuft's denn? Hi, wie läuft's denn, Meister? Alles klar, da war's. Danke für die Info. Ciao. Nee, okay. Ciao, ciao. So. Würdet ihr jetzt erraten, dass ich 49 bin? Nein. Bin ich aber. So. Ich nehme die Penne unter Feuer. Was? Wieso? Warum? Dann brauchen wir Verstärkung. Aber du bleibst in meiner Nähe.
Verstanden. Weil ihr rennt mir zu sehr. Ey, was ist das denn hier? Granate fliegt. Oh, ich muss auch. Ach, John Rambo ist mal wieder verletzt und braucht mal eine schnelle Herzspritze. Und weiter geht's. Ah, jetzt. Warum mischen die Soldaten jetzt wieder mit? Die ganze Zeit waren sie ruhig. Jetzt mischen sie auf einmal wieder mit. Was? Wer ist hier? Gar nichts. Erstmal brauchen wir die Info hier. Unidad und Kartell gehen sich an die Kehle. Ja, das will ich aber hoffen, dass die sich mal bekämpfen hier. Ich hab was. Der hiesige Boss ist ein Typ, der sich El Way nennt. Er hat ein Haus in einem Ort namens Riverine. Sehen wir es uns an. Bowman, der wohl schon in Villa Verde heißt El Way. El Way? Den kennen wir. Ich wusste nicht, dass er in Villa Verde ist. Er verarbeitet das Pyrolusid, das zum Reinigen des Kokains benutzt wird. Ein Unidad-Leutnant namens Bento hat in der Anlage einen Unfall verursacht, bei dem El Ways Gesicht verbrannt ist. Dann ist er leicht zu erkennen. Das ist noch eine Information, das muss ich mir leider erst holen, bevor ich abhaue. El Way hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Swanya musste einschreiten. Hört sich nach einem guten Ansatz an. Schieben Sie El Way den Mord. Habe ich keinen Schalldämpfer mehr drauf? Krieg. Ich schicke Ihnen die Info. Tatsächlich. Ich hatte keinen Charlie mehr drauf. Mit einem der hässlichsten Komiker von Bolivien geschickt. El Way, das wird lustig. Granate kommt, komme mir. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Kommen auch noch die Unidad-Soldaten, die können wir. Ist da jemand drinne? Scheinbar nicht. Was ist? Sie wünschen bitte? Nächstes Mal anklopfen. Wo ist denn der Typ? Oder was auch immer das ist. Schauen wir mal. Ist das ein Mensch oder ist das wieder nur ein Stück Papier? Papier. Hallo. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli. Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zukommen lassen. Einfach, oder? Hab die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Verfickte Scheiße! Kontakt, neben dem Heli. Jungs, beeilt euch bitte, weil ich wollte eigentlich schon längst abgehauen sein, aber... Ja! Es geht aber schneller eigentlich. Ich habe euch alle total ausbilden lassen und was kommt dabei raus? Dieselbe Scheiße wie vorher. Ah. Fuerzas hostiles se enfrentan
Warum ist der jetzt nicht gestorben? Granate fliegt. So, Jungs, rein hier. Auf den dritten kann ich jetzt nicht warten. Jetzt kommt ein Video, super. Schauen wir uns das Video an. Das ist Pedro Gil, genannt El Way. Und ich kenne Ihre erste Frage. Was zum Teufel ist mit dem passiert? Sie wissen, was Pyrolusit ist, oder? Ja, bei mir auch neu. Pyrolusit, Schlüsselsilbe Pyro, ist das Zeug, das in der Provinz Villa Verde abgebaut wird, um aus Coca-Blättern hochwertiges Kokain zu machen. Elways Vater war Bergarbeiter, wie dessen Vater, Großvater und dessen Vater zuvor auch. Im Grunde hatte Elway nicht viele Optionen, bis ihm El Boquita begegnete. Willst du so richtig Geld machen? Er wollte richtig Geld verdienen. Tatsächlich war er ehrgeizig. Elway wollte Pyrolusit verbessern, um das beste Kokain herzustellen, das es auf der Welt gibt. Kennen Sie den Ausdruck, es flog ihm um die Ohren? Unseren Quellen zufolge ist Elway ein netter Typ. Gut zu seinen Arbeitern, cool mit der Unidad. Nur machen Sie niemals Witze über sein Gesicht. Über sein Aussehen. Sein Gesicht. Okay. Mach ich aber. Hetschi bitch. Weil ich so ein Schweinehund bin. Ey, sag mal, hast du neulich einen Horrorfilm mitgemacht? Oder warum haben sie dir die Maske noch draufgelassen? Didi, was? It's your real face? Und sorry. Man. You unlucky man. So, nee, jetzt mal im Ernst. Ich laufe doch hier nicht 30 Kilometer durch den Dschungel jetzt hier, oder? Da komme ich gar nicht hoch. Da kommen wir eh nicht weiter. Ach, kommt, Freunde. Da kommt ein Heli, da nützt mir nichts, weil den kann ich nur abschießen. Landen kann er nicht. Eine Leuchtpistole? Könnte ich vielleicht ein Heli kapern, fällt mir gerade ein. Nee, jetzt mal im Ernst. Geht das? Ich bin jetzt echt am Überlegen. Kann mir jemand erklären, was dieses Pyrolusit? Pyrolusit, der mich gerade an mich erinnert. Ich bin auch manchmal so. Einfach, es wird auf einmal so. Wie hieß das nochmal? Das macht das Kokain schön weiß. Pyrolumid. Das ist aber auch nicht schwer, das Wort. Nicht wirklich. Es gibt schwieriger. Renne ich jetzt eigentlich hin? Oh, Moment. Aha. Rennen wir erstmal dahin und dann schauen wir mal weiter. I'm a Jungle. In the Jungle. The lion sleeps tonight. Na, 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 na. Ich kann den Text nicht. Aber dafür kenne ich das. Kann ich auch nicht, aber egal. Irgendwie so ähnlich. So, jetzt habe ich spätestens den zweiten Zuschauer vergrault, aber das macht gar nichts. Jetzt renne ich die ganze Zeit durch. Es stehen zwar überall Autos, aber ich renne und renne und renne und renne und renne. Wenn die Füße nicht eingeschlafen sind, so rennt er dann noch heute. So.
Haben die überhaupt schon mal die Kleidung gewechselt? Stiefel und Socken und so? Die haben bestimmt schon C-Fäulnis oder sowas. So, Freunde der Sonne. Jetzt kommen wir dem Ziel etwas näher, beziehungsweise erstmal Feinde näher. Und es können nicht viele sein. 2, 3 im Höchstfall. Da brauchen wir doch unseren Dings nicht, oder? Wo sind sie? Das scheint. Was ist das denn jetzt? Okay. Ich wollte eigentlich das da haben, genau. Da ist ein Tango. Zivilisten aber auch. Ziel erfasst. Okay, Ziel markiert. Greife Tangos an. Geschafft. Alle noch ganz? Wozu braucht man diese Optik überhaupt? Die finde ich total daneben. Ja, man sieht ein bisschen mehr die Leute. Ja, aber... Okay, aber... Naja. Naja, Infrarot halt. Oder eigentlich eher blau, oder? Ist das jetzt Infrarot oder... Oder Blaulicht gibt es ja auch. Ultraviolett oder wie heißt das? Ach, ist ja gut. So, mein Freund, du hast Infos für mich. Hi, wie läuft's denn? Dankeschön. Hallo. Hat mir doch die... Du fliegst auf, bleib zurück. Gracias. Viel Glück. Jetzt nicht so ganz verstanden, was das jetzt schon wieder war. Wie, ich fliege auf? Von wem denn? Hier ist doch gar keiner, oder? Jetzt suchen wir uns ein Fahrzeug. Wir hätten ein Boot. Wir hätten ein Auto, jetzt ist mal die Frage. Boot könnten wir auch nehmen übrigens. Oh, das ist überhaupt mal eine Idee. Vielleicht sollten wir mal ein Boot nehmen. Aber da ist ein Heli und da ist noch fremde Post. Dann gehen wir dahin. Wir lieben ja Heli. Heli ist ja irgendwie, ist das in diesem Spiel ist mein Lieblingsfahrzeug. Fahrzeug, sag ich schon. Es fährt ja nicht. Gerät, ja, was könnte man jetzt sagen, weil allgemein sagen zu Auto, Flugzeug und Feindaktivität. Ja. Fällt was hier sind Feinde, Jungs. Achtung, Marco mit Maschinenpistole. Mit Ziel markiert, warte auf den Befehl. Ziel erfasst. Bin bereit. Hab das Ziel. Halt, die werden dich sehen. Der Tango ist hin. Deswegen habe ich sie ja markiert, damit ihr sie zur Not erledigen könnt. Kartellschütze! Sag mir wo. Die sehen ein bisschen nervös aus. Okay, aufatmen. Ja, warte nun. Ich hab Pakatarium. Bereit? Feuer frei! Okay, Tango getroffen. Ich schieße auf die Ärsche. Hier ist deine Waffenkiste. Wo? Wo ist hier? Sag mal. Deckung, such Deckung!
Stell ihn nicht so an. Johnny Line. Oh ja. Nicht ein Affen hier, ne? Du bist schon Rambo. Selbst ein Schnupfen bringt dich nicht aus der Fassung. So, du bist halt ein echter Mann. So. Hä? Was laufe ich denn jetzt? Oh, da geht's endlich hoch. Ich denke die ganze Zeit, wo geht's denn hier mal hoch? Ach, so eine kleine. Ah, kann ich gebrauchen. Ja, ja. Das hast du jedes Mal und ich kann es aber nicht gebrauchen, komischerweise. Öffne Feuer. So, hier muss noch irgendwo Text liegen. Oder? Tango getötet. Ich bin der Meinung, hier müsste noch Text liegen, oder? Da. Da. Des Abends. Zwischen lokalen Cocaleros und Minenarbeitern aus Barbechos sind blutige Unruhen ausgebrochen. Hab keine Tangos auf dem Radar. Die Minenarbeiter in den Pyrolosit-Minen von Santa Blanca arbeiten. Auf dieser Seite ist alles klar. Ihre ausschweifenden Trinkgelage und ihr extrem fragwürdiges soziales Verhalten gegenüber Frauen. Oh, was hat da hinten geknallt wieder? Einen erneuten Höhepunkt erreicht, als einer der Minenarbeiter eine Dynamitstange in einen See warf. Als er danach befragt wurde, deutete der Minenarbeiter auf einen Paku, der Richtung Ufer trieb, lachte und sagte, Fischen! Dieser explosive Zwischenfall führte dazu, dass eine Gruppe lokaler Fischer entschied, sich direkt bei dem Mann zu beklagen, wobei sie ihre Klage mit den Fäusten vorbrachte. Ich fliege. So, das machen wir noch und dann ist das Video wieder vorbei. Wir müssen einen Keil zwischen Elway und Leutnant. Diesmal hören wir genau zu. Schauen Sie, was Sie tun können. Besorgen Sie sich ein paar von Elways selbst gebastelten Schrotgewehrpatronen. Töten Sie Bento und hinterlassen Sie die Patronen neben der Leiche. Das sollte reichen, um die Unidad davon zu überzeugen, dass der Mörder war. Okay. Wie ihr das so sagt. Sind cool. Natürlich sind wir cool. Was denn sonst? It's cool, man. Aha. Sieh an, das muss das Kartelloperationszentrum in Villa Verde sein. Der örtliche Buchon muss hier ein Quartier haben. Sehen wir uns um. Erstmal versuchen wir, die da zu erledigen. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Machen wir doch mal die Drohne. Die Drohne ist oben. Aufpassen, das ist eine montierte Waffe. Ich sehe das Ziel. Gut, mehr konnten wir jetzt nicht tun.
Oder eine Typ ist, müssen wir noch rausfinden. Der Typ. Jetzt mach schon Infrarot an und sehe den Typ nicht. Ist doch komisch, oder? Nein. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich hatte ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich sehe ein zweites Ziel. Okay, Ziel markiert. Ziel markiert. Schieße, hab ihn, er ist tot. Alles okay, alles okay. Ihr sollt nicht baden gehen. Frischung gibt's später. Erst wird gearbeitet. In dem Schlammwasser bestimmt. Nestle holt sich das beste Wasser und denen bleibt Schlammwasser über. Ja, mit Nestle. Was sagt ihr dazu? Normalerweise müsste man diese Produkte meiden. Wirklich. Meiden. So, schauen wir mal. Hab noch einen Tango. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Mit dem sind's fünf. Feind gesichtet. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ziel gesichtet. Da ist noch einer. Mach 10. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich sehe hier ein Sicario-Team. Da, im Hauptquartier. Hier ist ein Sicario. Am Schießstand. Tango ist markiert. Bin bereit. Ich habe das Ziel. Ich sehe das Ziel. Mein Ziel ist weg. Okay, Ziel markiert. Da ist ein Sicario.
Da, beim Container. Das Ziel ist weg. Hier drüben ist ein Narko. Da, auf dem Schießstand. Sehr eingeschätzt, Tom. Runter, die werden dich sehen. Ziel. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Wieso habe ich den jetzt nicht erwischt? Also irgendwie kriege ich mit der Waffe hier nicht so gut um. Granate fliegt. Oh! Ich dachte, es geht ins Auge wieder. Ich sehe ein Hauptgebäude des Kartells. Sehen wir es uns an. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Schalten wir sie ab. Das ist ja mein kleines Arsenal. Das ist selbstgemachte Schrotmunition. Mexikanische Pesos und Vogelschrot. Das ist sein Markenzeichen. Wenn El Wey jemanden umlegt, sollen alle wissen, dass er es war. Sagen wir Bowman Bescheid. Die Waffe gefällt mir gar nicht, die muss ich wieder wechseln. Da war die andere 10-mal besser. Nehmen wir mal die. Einfach und schlicht eine AK.
Oh, was ist hier los? Wo sind meine Leute? Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Was ging hier denn gerade ab? Eine Ladung mit Pesos und Vogelschrot gefällt mir. Als Kind hatte ich einen Nachbarn, der seine Büchse mit Steinsalz geladen hat. Da wird ja das Salz direkt in die Wunde gestreut. Nett. Ein Drecksack weniger. Halt, das ist noch ein Nachschub. Sammeln, Leute. Okay. Ich bin der Pilot. So, die Mission machen wir noch. Und dann müssen wir das Video beenden. Dann muss ich das so schneiden, dass es nicht zu lange wird.